Hallihallo und Servus YouTube. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ja, es gibt mal wieder einen Fan-Favorit 9, nee, 824. Ja, es gab schon diverse Versionen, beziehungsweise optisch ein bisschen andere Versionen. Die hier ist relativ gut bewertet worden, deswegen dachte ich mir, okay, den schauen wir uns vielleicht mal an. Zuerst gehen wir mal kurz in den Shop, da haben wir schon ein tolles Bild, das ist schon mal wichtig. Beschreibung standardmäßig, PS-Angaben, das passt. Wobei ich mir schon wieder die Frage stelle, warum hier 230 PS steht, obwohl wir einen 824er haben, der eigentlich 240 hat. Natürlich hat er nicht exakt 240, sondern 237 oder sowas. Aber wenn wir uns hier mal die Fan anschauen, 924, 240, 927, 270, das wurde einfach so angepasst, wie es im Prinzip theoretisch sein sollte. Also 240 PS. Warum jetzt hier schon wieder 10 PS fehlen, ist mir ein Rätsel. Das ist einfach was, was man sich einfach sparen kann, was einem einfach auffällt, was aber nicht sein muss. Also ich frage mich ja hier immer, warum die Leute das machen, aber okay. Wie gesagt, es ist nur eine veränderte Version, das Grundmodell stammt von bestimmt aus dem LS13. Ja, das Logo ist jetzt nicht ganz der Hit, passt schon, 87.500 Euro. Wir müssen berücksichtigen, dass wir wahrscheinlich keinen Fan-Favorit mehr neu bekommen, also ist das vielleicht ja, Gebrauchtpreis, guter Gebrauchtpreis, 330 Euro Unterhaltskosten, das war's hier vom Shop. Ja, und schauen wir uns mal den Fendt mal genauer an. Also eigentlich ist das Modell relativ schön. Die Reifen gehen noch einen Tick besser, die sind nicht ein bisschen verpixelt. Das sind aber eigentlich auch Trelleborg-Reifen. Man hat halt hier natürlich die Möglichkeit, ich meine, das Profil und so sieht eigentlich wirklich gut aus. Man hat natürlich die Möglichkeit, LS15 Reifen zu verbauen und die vielleicht einen Tick dunkler zu gestalten, falls sie einem zu hell, zu grau sind. Ja, in der Felge sieht es jetzt so auch, ja, durchschnittlich aus. Die gefällt mir hinten schon ein bisschen besser. Heckpartie ist sehr schön gemacht, da kann man sich wirklich nicht beschweren. Die würde von mir hier volle 5 Sterne bekommen. Sehr übersichtlich, sehr sauber, sag ich mal, gemacht. Was mir hier ein bisschen dann negativ auffällt, ist hier die einfache, ja, Kotflügelpartie, die Textur. Die Textur ist immerhin einfarbig, nicht verpixelt oder sonst was, wie es bei vielen ähnlichen Mods bereits ist. Ja, die Front sieht sehr gut aus, kann man auch nicht meckern. Fronthydraulisch auch top. Die Seitenteile auch sehr hoch aufgelöst. Nur hier das Logo wieder nicht ganz so extrem, aber das fällt auch, eigentlich auch kaum auf. Auf jeden Fall die eingängige Farbe gefällt mir schon am Dach. Ansonsten wirkt es halt vielleicht ein bisschen platt, ohne ja, dreidimensionales Einsichtsvermögen, sage ich mal. Hier die Leiter ist auch also ganz platt. Die Texturen sind einfach halt jetzt nicht vergleichbar mit einem LS15 Mod. Kotflügel passen im Prinzip auch. Vielleicht können wir nochmal einen Blick zu den Reifen schauen. Ja, die passen auch auf jeden Fall. Da habe ich schon schlimmere Mods gesehen. Ja, von unten sehen wir hier eigentlich nicht viel, außer hier ein bisschen was Eckiges. Aber gut, wer schaut schon unten in den Traktor rein? Das ist auch, sag ich mal, eher eine reine Testsache. Ja, Auspuff, Lichter sehen immerhin sehr gut aus, das kann man mal lassen. Würde ich sagen, starten wir mal den Motor. Ja, Sound ist relativ gut, ist vielleicht ein bisschen laut, ist Geschmackssache. Auf jeden Fall, die Lichter funktionieren vorne mit F und mit Num 5, Num 6, Arbeitslichter vorne, Arbeitslichter hinten. Das passt alles, die standardmäßigen Lichter, Umleuchte, Blinker, sehr schön. Spiegel sind verbaut, sehr schön, die sehen auch mal richtig gut aus, die sind richtig gut platziert worden. Beleuchtetes Nummernschild, 50 km/h Schild, also eigentlich kann man hier nicht meckern. So, die IC-Steuerung sagt uns, wir können die linke Tür öffnen, die zwar ein bisschen schief aufgeht, aber ich denke mal, das ist bei dem Modell so. Sieht echt ein bisschen lustig aus, wie die Tür so seitlich aufklappt. Aber, nee, das ist nicht echt, das ist echt ein Fehler. Ihr seht schon hier, wie schief das ist, da passt anscheinend die Tür nicht zur Kabine, nicht zum Kotflügel irgendwie, weil sonst wird sie halt irgendwie voll in den Reifen reinstechen. Das musste der Modder so machen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das normal ist. Wenn es jemand besser weiß, belehre er mich bitte, aber das sieht mir doch schon ein bisschen komisch aus, vor allem weil die Scharniere hier auch schief sind. Also das wäre mir neu, so Flügeltüren wie beim Lamborghini, so einem alten Modell, also bei einem Auto. Gut, Frontscheibe ist klappbar, ist aufklappbar und die Heckscheibe auch. Das finde ich eigentlich immer relativ schön, wenn das möglich ist. Ich denke mal, das war's mit den Funktionen. Genau, das waren die Funktionen. Ja, die Innenansicht ist, wir haben immerhin KMH und Drehzahlanzeige, das ist schon was wert.
Ja, das Lenkrad bewegt sich nicht allzu gut, sieht jetzt auch nicht besonders aus. Der Rest von der Innenansicht ist jetzt, sag ich mal, spärlich gehalten, weil die Frontpartie passt. Die Innenansicht, die Höhe passt wenigstens, das ist mir im Prinzip auch relativ wichtig bei vielen Mods, dass das alles passt. Gutes Dach kann man jetzt auch noch lassen, weil man schaut jetzt da nicht wirklich die ganze Zeit hin. Wenn, dann schaue ich immer so und fahre in dem Bereich hier, dann fällt mir das Dach gar nicht auf. Auf jeden Fall die Spiegel funktionieren, das finde ich mal eigentlich ganz gut. Genau, das Fahrverhalten ist mir noch aufgefallen, wenn wir extrem nach links, nach rechts fahren, neigt sich der Traktor ein wenig. Das war beim Class Axion 59, soweit ich weiß, auch so. Und beim 7810 hat schon hier auch. Das war vielleicht bei dem sogar ein Tick extremer. Also, das ist was, was einem auffällt. Es gibt Mods, die machen da gar nichts. Das finde ich einen theoretisch schöner, weil die ihn echt jetzt auch nicht so stark in die Knie gehen. Natürlich lenkst du dich mit 50 km/h bei der Kreuzung ein, das ist klar. Aber selbst bei langgezogenen Kurven oder halt einfach schon irgendwie, das fällt auf, dass sich das Bild einfach ein bisschen, ja, hin und her schüttelt. Ist jetzt aber kein Weltuntergang. Ja, also vom Fahrverhalten würde ich hier 3 Sterne vergeben. Von der Textur her kommt drauf an, da müsste man hier spalten, würde ich auch 3 Sterne vergeben. Ich denke mal, die Funktion können wir auch 4 Sterne betiteln. Und ja, was gibt es sonst noch? Das Modell ist quasi die Textur, das ist auch in Ordnung, das passt. Also ich würde hier, ja, keine, nicht ganz 4 Sterne vergeben, ich würde hier 3 Sterne vergeben. Es ist eine verbesserte Version eines alten 824er Favorits. Wobei ich sagen muss, es wäre jetzt nicht so unwahrscheinlich, den vielleicht mal auf der nächsten neuen Community Map zu sehen. Gefällt er eigentlich ganz gut. Natürlich ist er noch verbesserungswürdig, aber das ist bei jedem Mod irgendwie so. Na gut, Freunde, das war's von mir. Mal ein bisschen ausführlichere Mod-Vorstellung von einem Fan. Und ja, ich kann ihn euch mal zum Testen empfehlen. Ob ihr den behaltet, ist dann eure Sache. Das war's von mir. Bis dann. Tschüss.